Liebe Teilnehmende, liebe Freunde und Freundinnen unseres Salontreffens digital. Als erstes möchte ich Sie gerne darauf hinweisen, dass wir unsere Veranstaltung aufzeichnen werden. Wer also nicht im Bild sein möchte, der stellt dann am besten sein Video ab. Seitens des Goethe-Instituts möchte ich Sie nun alle ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Abend über Sami Gronemann, der 1875 in Westpreußen geboren wurde und 1952 in Tel Aviv verstarb. Ich hatte mir Gronemann als einen trockenen Juristen vorgestellt, der dem Rabbinerseminar entkommen war, wurde aber schnell eines Besseren belehrt, als ich Auszüge aus seinen Texten und Theaterstücken zu lesen bekam. Sie haben heute das Vergnügen, diese zu hören. Gelesen von Jan Kühne, Silja Behre, Jael Goldmann, Joel Landshut und Maimon Maor. Den wissenschaftlichen Hintergrund erläutert uns Jan Kühne, ein großer Gronemann-Kenner, der am Franz-Rosenzweig-Minerva-Forschungszentrum für deutsch-jüdische Literatur und Kulturgeschichte forscht. Wir haben auch das Vergnügen, dass Silja Behre vom Minerva-Institut uns durch den heutigen Abend führen wird. Aber jetzt tauchen wir ein in die Scharfsinnigkeit und den Humor von Sami Gronemann. Die Tulpentaliade. So ging er dann nun von Koschmin zur Wissenschaft hin nach Berlin. Kippstraße 12a. Wo Hirschel Leit artikalisiert, wo Meyer Predigt memoriert, wo man nach Noten musiziert, zum Rebbe kommt Besuch spaziert und sich zum Ausflug präpariert und mancher sich im Schiur blamiert. Da wurde Chaim nun dressiert. Haar wird und Bart ihm jetzt geschoren, er für der sonst Zivilisoren. Hat freitags er den Bart geschnitten. Macht Schabbes er bei allen Visiten. Bei Hildesheimer und Berliner, bei Hofmann ebenso erschien er. Zu Wohlgemuts und auch zu anderen muss er natürlich gleichfalls wandern. Denn einerseits ist sowas Pflicht, teils auch Vergnügen, teils auch nicht. Manch Geistlicher muss durch sein Prätchen entschieden zur Bewunderung nötigen. Dann war er, man kann sicher sein, im homiletischen Verein. So übte sich auch unser Chaim und zappelt sehr mit den Judaim. Denn erstens wirkt das ungeheuer und zweitens predigt er mit Feuer. Dann drittens nützt es sehr dem Magen. Auch kann die Kanzel es vertragen. Dann fünftens ist es so gesünder und sechstens hält die Hörer munter. Es liebt der Mensch von Zeit zu Zeit, ha, die Freuden der Geselligkeit. Chaim schließlich ein dieser, und dazu ist der Dibuk da. Er fand dort wirklich seinen Geschmack am Bier, Gesang und am Tabak. Schon den Propheten war's bekannt, es liebt die sündge Welt den Tand. Und Eitelkeit hat auf der Straßen schon von jeher sich sehen lassen. Auf Bällen auch und auch auf Kränzchen des Andern muss man sich ergänzen. Der Dibuk ist davon nicht frei. Er hat sogar der feste Zwei. Hier neben ist es abgespiegelt. Wie der Verein ist ausgeflügelt. Beim Stiftungsfest auch heiliger Vater, gar Mimen im Theater tat er. Und Chaim, der ist mittendrin, liebhabert die Liebhaberin, verhüll dein Haupt, Koschmin, Koschmin. Wir sind im Jahr 1896. Sami Gronemann schreibt diesen ersten Text über den Dibuk Haverim, den Studentenverein des Hildesheimerschen Rabbinerseminars in Berlin. Und hier soll er eigentlich zum Rabbiner ausgebildet werden. Aber wer ist dieser 21-jährige junge Mann, dessen Reime an Wilhelm Busch erinnern, Jan?
Silvia, Grönemann hat später diese Phase als seine geistliche Störung bezeichnet, aber er wurde 1875 in Westpreußen geboren und ging dann in Hannover zur Schule und wollte eigentlich nicht wie sein Vater Selig Grönemann neo-orthodoxer Rabbiner werden, sollte er aber. Grönemann war an Philosophie interessiert und entschied sich schließlich für ein Studium der Jura in Berlin. Und nach Berlin fühlte er sich aufgrund der dortigen, äußerst regen Theaterkultur hingezogen. Doch auch in Berlin blieb er weiter mit der Hildesheimischen Talmudschule verbunden, die damals das Zentrum der deutschen Orthodoxie war. Und er entschloss sich, die jüdische Tradition lieber unter säkularen Vorzeichen fortzusetzen, nämlich durch Rechtspflege und Deutung, das heißt als Rechtsanwalt und als Schriftsteller. Und dort schrieb er eben besagte Tulpentalliade, aus der wir gerade einen Auszug gelesen haben, und die er als Rabbinatstudent im Dibuk Havarim, also dem Studentenverein des Hildesheimischen Rabbinerseminars, im Knittelfersstil von Wilhelm Busch verfasst hatte. An den vielen Anspielungen wird deutlich, dass dieses Stück, zu dem Hermann Struck die Zeichnungen beisteuerte, zunächst für Grönemanns Kommilitonen geschrieben war. Und Held dieser Bilderposten ist Chaim, hinter dem sich die historische Figur des Orientalisten Eduard Barnetz versteckt, der bei Hildesheimer als Rabbiner in die Lehre ging und diesen Beruf unter anderem in der westpreußischen Stadt Koschmin ausübte, auf das Grönemann immer wieder anspielt. Ja, das mit dem Rabbinerberuf, das wird bei Grönemann nix. Sein Weg führt vom Rabbinerseminar weg hin zur Bühne. Und für diesen Studentenverein, Dibuk Havarim, von dem wir eben gehört haben, den wir kennengelernt haben, da schreibt er einmal, wie er später sagt, am laufenden Band Theaterstücke. Und außerdem hält er Vorträge zur zeitgenössischen Bühne. Und so wird Martin Buber auf ihn aufmerksam. Der ist nämlich um die Jahrhundertwende oder zur gleichen Zeit in Wien und hat die Idee oder das Projekt einer jungjüdischen Bühne im Kopf und er sucht originär jüdische Theaterstücke. Und so wird er auf Grönemann aufmerksam und gibt bei ihm ein Stück in Auftrag, das Purimspiel Hamanns Flucht. Jan, worum geht's da? Die Geschichte ist schnell erzählt. Held des Dramas ist Heinz und Kind einer deutsch-jüdischen Familie, die schon längst ihre jüdische Tradition vergessen hatte. Doch an Purim träumt Heinz immerhin von der biblischen Esther-Geschichte. Doch in seinem Traum geschieht alles anders. Der jüdische Erzbösewicht Haman wird nicht aufgehängt, sondern es gelingt die Flucht. Und warum? Weil Heinz seine Aufgabe als Gefängniswärter vermasselt hatte. Mit Hilfe des mythologischen Weltenträgers Atlas verfolgt ihn Heinz durch die ganze Weltgeschichte und versucht ihn immer wieder einzufangen. Das ist nicht so leicht. In jeder Epoche taucht nämlich Haman immer wieder in neuen Verkleidungen auf. Mal als Kaiser Vespasian, dann wieder als Großinquisitor Torquemada und zuletzt als antisemitischer osteuropäischer Dorfrichter, der jedoch von Kaiser Joseph II., der das berühmte Toleranzedikt verabschiedet hatte, zurechtgewiesen wird. Und daraufhin setzt die folgende Schlussszene zwischen Heinz und Atlas ein. Na, was ist denn? Ich will den Vorhang öffnen. Jetzt haben wir ihn doch endlich. Nein, lass nur. Das hält ihn zurück. Nein, lass nur. Jetzt wird's erst recht schlimm. Aber der Kaiser Josef, jetzt kommt doch die Aufklärung. Ja, wenn wir ihn bis dahin nicht gekriegt haben. Nun versteckt er sich so, dass man ihn überhaupt nicht erkennen kann. Bald ist er Minister, bald Hofprediger. Manchmal kommt er als bester Freund. Und manchmal sogar selbst als Jude. Ach nein. Doch, wenn ich es dir sage. Also, es ist hoffnungslos. Weißt du was? Ich bin's auch satt. Ich habe Besseres zu tun. Na nun? Statt mich um den ollen, ehrlichen Hamann zu kümmern, möchte ich, was denn eigentlich? Aha, ja. Ich möchte mal zu mir selbst.
mal richtig zeigen, dass ich auch selbst was leisten kann. Ohne Hammern. Hallo, bravo. Da bist du auf dem rechten Wege. Und wenn du selbst darauf gekommen bist, kann ich es dir verraten. Wenn man nur immer hinter dem Hammern herläuft, bringt man ihn nicht zur Strecke. Aber wenn man sich gar nicht um ihn kümmert, dann... Dann? Wenn er sieht, dass die Juden wieder ihr eigenes Land bestellen, statt in der ganzen Welt herumzujagen, dann... Dann? Dann... Hat Musik eingesetzt. Hatikva. Vorwärts geht der Zeitenlauf. Hamann hängt sich selber auf. Wolkenvorhang teilt sich. Gruppe von Schnittern und Schnitterinnen in Palästina. Heiterer Tanz. Währenddessen schleicht Hamann in seinem persischen Kostüm sich betrübt und heimlich vorüber. Er nimmt die Vorhangsschnur des Wolkenvorhangs, knüpft eine Schlinge und steckt den Kopf hinein. Dann zieht er die Schlinge und den Vorhang zu, hinter dem er verschwindet. Vorderbühne ist leer. Die Musik dauert eine Weile fort, um dann plötzlich abzubrechen. Hamanns Flucht. Dieses Puppenspiel hat Martin Buber bei Grönemann in Auftrag gegeben und er hat auch gleich selbst Regie geführt. Und dieses Stück wird zum Ausgangspunkt für die Beziehung zwischen Buber und dem älteren Sami Grönemann. Und am Anfang dieser Beziehung stand eine literarische Zusammenarbeit. Aber wie geht es mit den beiden Protagonisten der deutschen zionistischen Bewegung weiter, Jan? Die beiden waren recht gut befreundet am Anfang, wie du schon richtig gesagt hast, Silja. Aber man sieht dann später in Schlemiel, das ist eine satirische Zeitschrift, die deutsche zionistische Bewegung auf Anregung von Theodor Herzl persönlich herausgab, der ja übrigens selbst auch Lustspiele geschrieben hatte. In dieser satirischen Zeitschrift, also dem Schlemiel, machten sich Zionisten wie Max Jungmann und Sami Grönemann über sich und ihre Parteigenossen lustig. Und in der Galerie des Schlemiel, eine Kolumne, die Grönemann in den Jahren 1919 bis 20 schrieb und dort literarische Karikaturen bedeutender jüdischer und zionistischer Zeitgenossen herausgab, darunter Chaim Weizmann und Nachum Sokolow und andere, findet sich eben folgende Karikatur über Martin Buber, die uns vor Augen führt, wie sich die Beziehung verändert hatte. Man soll nie sagen, dass man ihn völlig verstanden hat. Erstens glaubt es einem kein Mensch. Zweitens nimmt er es persönlich übel. Und außerdem ist es auch nicht wahr. Er schreibt für die kleine Gemeinde dadaistischer Salon Chassidim und die große Gemeinde derer, die einen einfachen und gesunden Gedanken nur würdigen, wenn er sich fantastisch aufputzt und absurd gebärdet. Nie ist mit größerem Luxus und Gepränge die Schlichtheit der Gesinnung gepredigt. Nie mit einem größeren Aufwand von Kunst die Rückkehr zur Natur propagiert. Nie mit mehr Geist und Verstandesschärfe die Intellektualität bekämpft worden. Der Meister hat Schule gemacht. Und viele kleine und kleinste Jünger zeigen erstaunliche Fortschritte in der Kunst, sich unverständlich auszudrücken und durch Worte, im Gegensatz zu ihm, keine Gedanken zu verbergen. Während der Meister auf vielfach verschlungenen Pfaden am Ende der Dinge zu den Weisheiten seiner Väter gelangt, die diese wesentlich bequemer erworben haben, herrscht bei den Schülern ziemlich ratlose Verschwiegenheit. Möge er Erbarmen haben und das Wort beherzigen, lasset die Kindlein zu sich kommen.
Silvia, übrigens hat Gronemann in dieser Galerie des Schlemiel, wie gesagt, neben Chaim Weizmann und Sokolos auch Max Norda, Israel Zangwill, Nathan Birnbaum sogar, Mendel Ussishkin und auch andere bedeutende Zionisten jener Zeit karikaturiert. Aber stell dir vor, sogar Albert Einstein. Pass mal auf. Wohin man hört heutzutage, Einstein, der große Forscher, Albertus Maximus, Relativitätstheorie, Begrenzung der Unendlichkeit, größerer Newton. Es ist für jemanden, der nicht mit Koordinaten aufgewachsen ist, zwar relativ leicht, auf Einstein Hymnen zu singen, aber absolut unmöglich zu verstehen, was nun eigentlich los ist. Ist ihm ein noch größerer Apfel auf den Kopf gefallen als seinerzeit Helmut Newton? Herr Newton, sorry. Ist Amerika durch Einstein doch wieder das Land der begrenzten Möglichkeiten geworden? Das hat schon Wilson erwiesen. Um Gottes Willen, was ist los? Was tut sich? Es ist ein neues Dogma. Credo quia absurdum est. Man hat daran zu glauben. Ein neuer Triumph deutscher Wissenschaft, deutschen Geistes, deutscher Gründlichkeit und deutschen Fleißes. Die Überlegenheit germanischer Art dokumentiert sich. Das heißt, natürlich, nachdem und soweit sich die Richtigkeit seiner Theorien erwiesen hat. Sonst wären die Ergebnisse negativ gewesen, dann hätte es sich eben um die anmaßenden pseudowissenschaftlichen Bluffs eines streberhaften Juden gehandelt. Je nachdem. Es ist eben alles relativ. Notabene, ich wüsste gerne, als was er in Frankreich gilt. Als Deutscher oder als Jude? Da wird sich zeigen, wer unbeliebter ist. Der Deutsche oder der Jude? Die Galerie des Schlemiel war zionistischen Denkern gewidmet. Wie kam Einstein dazu, dort porträtiert zu werden, Jan? Das ist eine gute Frage. Gronemann hat Einstein immer wieder versucht, für das zionistische Projekt zu reklamieren. Und ich vermute, die beiden, nachdem sie sich befreundet hatten, versuchte Gronemann ihn, wie haben sie sich befreundet? Das ist die eigentliche Frage. Also Einstein, der wurde ein begeisterter Leser von Gronemanns literarischem Debüt Tohuwa Bohu, das 1920 erschien. Und bei verschiedenen Gelegenheiten empfahl Einstein diesen Roman, zum Beispiel 1920, in einem Brief an Leo Winz, der übrigens der erste Herausgeber von dem Schlemiel-Magazin wurde, bevor es von der zionistischen Bewegung durch einen juristischen Trick enteignet wurde und die Zeitschrift in deren Hände überging. Aber das ist eine andere Geschichte. Einstein jedenfalls schrieb über Gronemanns Tohuwa Bohu, dass Winz ihm mit einem anderen Buch geschickt hatte, welches Einstein nicht so toll fand, die folgenden Zeilen über Gronemanns Tohuwa Bohu. Hingegen hat das Buch von Sammy Gronemann sofort eingeschlagen. Ein gottbegnadeter Kerl, der sowas schreibt. Ich habe noch wenig so Köstliches in der Hand gehabt. Wenn ich eines Morgens zerplatzt in meinem Bett aufgefunden werde, so kommt es vom Lachen bei nächtlicher Lektüre. Ich kann mir wirklich keinen schöneren Tod denken. Eines wirklich liebevollen Immerwiederlesers ist der Verfasser sicher. Für mich steht dieses Buch weit über jeder Tendenz, der es äußerlich betrachtet seine Entstehung verdanken mag. Jedenfalls werde ich Ihnen stets dankbar sein, dass Sie mich damit bekannt gemacht haben. Mit ausgezeichneter Hochachtung, Albert Einstein. Tohuwa Bohu wurde 1920 zum ersten Mal veröffentlicht und wurde sofort ein Bestseller. Hört man mich? Ich werde gar nicht grün gezeigt. Ja. Also 1920 zuerst veröffentlicht, es wurde sofort ein Bestseller. Hatte Gronemann da einen Ton getroffen? Ja, das kann man wohl sagen. Er hat das jüdische Milieu Berlins jener Tage in seinem charakteristischen
ironischen Ton beschrieben, aber ohne dabei seine Figuren in Karikaturen oder Stereotypen zu verwandeln. Und so konnten sich viele seiner Zeitgenossen darin humorvoll wiederentdecken. Und außerdem beginnt das Buch mit einem der originellsten Anfangssätze der Weltliteratur, wie es Joachim Schlöer einmal auf den Punkt gebracht hat. Eigentlich ist es ein Witz, aus dem sich Gronemanns Buch nach eigenen Angaben unsystematisch entwickelt hatte. Und so also beginnt das Buch. Tohu wabohu. Berl Weinstein hatte sich wieder einmal taufen lassen. Und diesmal mit besonderem Erfolg. Alles in allem hatte er dabei wohl an die 800 Mark erübrigt. Die Spesen waren diesmal ziemlich gering gewesen. Von Amsterdam aus, das auf seiner Tour lag, hatte er den Abstecher nach London gemacht. Er hatte fast 3 Wochen dazu verwendet, das Inkasso auf Konto Wohltätigkeit in allen jüdischen Vierteln zu erledigen und sich erst dann bei dem großen Meeting der Missionsgesellschaft in Whitechapel gezeigt. Er hatte eine Reihe von Arbeitern im Weinberge des Herrn auf lange hinaus innerlich beglückt. Er hatte einem hitzköpfigen, sehr starken Tee und sehr wässrige Reden bietenden jungen Geistlichen den Triumph seines ersten Bekehrungserfolges verschafft. Er hatte ein Bild ernster Rührung und friedvoller Selbsteinkehr in der kleinen Kapelle der Gesellschaft den Taufakt über sich ergehen lassen. Er hatte demütig, doch mit dem Ausdruck innerer Entschlossenheit, offensichtlich unfähig, den Gefühlen, die ihn erfüllten, Worte zu verleihen, seinen Gönnern und Paten die Hand gepresst, in ihnen das beglückende Gefühl erweckend, dass sein künftiges, dem Himmel geweihtes Leben von dem Bewusstsein unauslöschlicher Dankbarkeit und unabtragbarer Schuld erfüllt und bedrückt sein würde. Er hatte eine herrliche, reichlich mit Bibelzitaten geschmückte Missionsschrift in klassischem Hebräisch verfasst, von der Reverend Hickler sich für dauernden Autorenruhm und für die Sache des Herrn großen Erfolg erhoffte. Kurz, er hatte eine Menge Menschen glücklich gemacht. Eine Atmosphäre von Vertrauen und Menschenfreundlichkeit um sich verbreitet und dabei etwa 800 Mark verdient. Er konnte nach jeder Richtung mit sich zufrieden sein. Und er nahm sich vor, am nächsten Sabbat im Tempel für die Armen in Palästina eine gehörige Spende zu geloben. Berl Weinstein pflegte sich jedes Mal taufen zu lassen, wenn er eine Tochter auszusteuern hatte. Diesmal war Hanne dran, die vierte und jüngste. Im Jahre 1952 übrigens, also über 30 Jahre nach Erscheinen des Buches, und Einstein war damals schon Professor in Princeton, da hielt er Tohu Wabohu noch immer für aktuell, Celia. Insbesondere mit Hinblick auf die amerikanischen Juden, die, so Einstein, es genau lesen sollten. Er schrieb nämlich an Felix Bernstein. Das Skriptum. Es gibt ein Meisterwerk, in dem jene Assimilationsvorgänge im deutschen Judentum in hellsichtiger und humorvoller Weise dargestellt sind. Ein Werk, das nicht die hohe Würdigung erlangt hat, die es verdient. Es ist der historische Roman Tohu Wabohu von S. Gronemann, früher Rechtsanwalt in Berlin. Wenn Sie das lesen, werden Sie genau erfahren, was ich meine. Ein kurzer Auszug aus dem Roman mag vielleicht verdeutlichen, was Einstein hier gemeint hatte. Der Auszug führt uns in ein Gespräch hinein, das wohl charakteristisch für jene Zeit scheint, aber auch zugleich in Gronemanns Berliner Studentenwohnung. In einen Disput zwischen dem Mitbewohner Kaiser und Hane. Hinter Hane übrigens versteckt sich Gronemanns Frau Sonja Gronemann, der das Buch gewidmet war. Was ich denke, wissen Sie. Es gibt nur eins. Die Juden müssen zurück ins Ghetto.
Ihr altes Steckenpferd. Steckenpferd oder nicht Steckenpferd, es ist doch so, ich pfeife auf die ganze Emanzipation. Unser Gesetz, unsere Tora hat uns allein erhalten. Und im Leben von heute muss man solche Kunststücke machen. Richtig beachten kann man das Gesetz nicht. Da macht man alles zum Symbol, zur Erinnerung. Man hat keinen Sabbat mehr, aber wenn man den Schlüssel auf dem Bauch trägt, statt in der Tasche, sagt man sich, eigentlich ist doch heute Sabbat, eigentlich darf man nicht tragen. Mnemotechnik. Das ganze jüdische Leben ist Mnemotechnik. Man soll nicht sein Judentum vergessen. Man soll an Palästina denken. Man soll sich erinnern, was man eigentlich ist. Man lebt nicht, wie ein Jude leben soll. Man hört schon fast auf, Jude zu sein. Aber man erinnert sich. Eigentlich sollte man anders leben. Eigentlich ist man doch ein Jude. Es ist eine Komödie. Man muss da aber nicht mitspielen. Bei uns in Russland ist man Jude oder man ist es nicht. Im Ghetto hat der Jude gelebt, wie ein Mensch lebt. Ich weiß, er hat wie ein armer, elender, hungriger Mensch gelebt und ständig für sein bisschen Leben gezittert. Aber er hat nicht sein ganzes Leben lang Komödie spielen müssen, bis er selber nicht mehr weiß, was sein wahres Gesicht ist und was seine Maske. Heute ist der Jude zum Schwindel gezwungen und das Schlimmste ist, er weiß, dass es nichts nützt. Man kann nicht nur von Symbolen leben. Sie trinken aus leeren Bechern wie die Leute auf dem Theater und sie tun so, als ob es ihnen schmeckt. Aber sie bleiben doch nüchtern und hungrig und leer. Na, Sie verallgemeinern denn doch wohl zu sehr. Schließlich gibt es doch noch einigen jüdischen Inhalt, auch bei deutschen Juden. Es gibt doch noch... Noch, das ist es, noch! Man sagt in Deutschland von einem frommen Juden, er ist noch religiös. Und von einem Abgefallenen, er ist schon liberal. Noch und schon. Es ist nur eine Frage der Zeit. Eine Frage von 2, 3 Generationen. Alle gehen sie hinüber. Und der Orthodoxe, der nachdenkt, der weiß genau, wohin auch sein Weg führt. Er geht widerwillig, er stemmt sich dagegen, aber es hilft ihm nichts. Es kommt doch nur darauf an, in welcher Richtung man geht. Der eine geht geradeaus, der andere geht rückwärts. Er sieht nach der einen Seite und geht nach der anderen. Man klammert sich mit letzter Kraft an alles, was nur irgend erreichbar ist. Ein Ertrinkender greift nach einem Strohhalm. Er weiß, es nützt nichts, aber doch hält er ihn fest. Ein Strohhalm ist auch eine Art Symbol. Die Bekanntschaft mit Einstein wird zur Freundschaft. Und diese Freundschaft hätte auf die Probe gestellt werden können, denn in Fragen des Zionismus haben die beiden ganz unterschiedliche Positionen. Das ist für manche eine Zerreißprobe. Wie gingen Einstein und Gronemann damit um? Ach, ich glaube, ganz unkompliziert. Die beiden haben sich immerhin Gedichte zum Geburtstag geschrieben, zum Beispiel im Jahre 1949 schrieb Gronemann an Einstein ein Geburtstagsgedicht, auf das dann Einstein prompt reagierte mit einem eigenen Geburtstagsgedicht. Daran denke ich jetzt, weil man innerhalb in diesen beiden Gedichten kann man sehen, wie Gronemann versucht, Einstein für das zionistische Pathos zu vereinnahmen, aber Einstein sich davon distanziert in seinem Antwortgedicht, ohne dabei jedoch Gronemann vor den Kopf zu stoßen. Also Gronemann schreibt also an Einstein. Auch wer der Relativität Lehre doch nicht ganz versteht und wem die Koordinaten niemals was zuleide taten, auch für diesen doch ergibt sich, wenn man jung noch ist, mit 70, dann beweist man damit faktisch jene Lehre doch auch praktisch. Und wenn heute wohl in Mengen Gratulanten sie bedrängen, will auch ich mich nicht genieren, uns und ihnen zu gratulieren. Als unserer gilt er ohne Fehl dem Volk vom Lande Israel. In tiefer Verehrung, Sami Gronemann.
Maimon, dein Mikrofon ist nicht offen. Worum andere sich oft grämen, weißt du mit Humor zu nehmen. Denn du hast dir halt gedacht, dass uns Gott so hat gemacht, der mit Unrecht sich tat rächen, er, der selber schuf die Schwächen, denen wehrlos wir erliegen, ob im Elend, ob im Siegen. Statt mit sturem Ernst zu richten, bringst Erlösung durch dein Dichten, dass die Frevler und die Frommen all auf ihre Rechnung kommen. Mit herzlichen Dank und Grüßen, ihr Albert Einstein. Albert Einstein war eine Berühmtheit und sein Renommee konnte abfärben auf Gronemann, der dann schon in der jüdischen Provinz Palästina war. Doch damit Gronemann auch dort gelesen werden konnte, im Jeschuv, mussten seine Texte ins Neuhebräische, ins Ivrit übersetzt werden. Und in dieser Notwendigkeit des Übersetzens lag ja eigentlich die doppelte Tragik Gronemanns. Als zionistisch gesinnten, deutschsprachigen Humoristen, Jan, das hast du in deiner Forschung, in deinem Buch zu Gronemann gezeigt. Und Gronemann musste aus Deutschland fliehen und seine schriftstellerische Karriere musste er unterbrechen, weil er Jude war. Und in Palästina beklagte er sich, denn die deutsche Sprache wurde diskriminiert und zum Teil verfolgt. Das war also diese doppelte Tragik. Welche Rolle spielte die deutsche Sprache für Gronemann im Jeschuv, in der jüdischen Provinz in Palästina? Eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir kommen darauf später nochmal zurück. Für Gronemann war die deutsche Sprache eine, wie er es bezeichnet, geistige Heimat. Und für ihn war die deutsche Sprache auch nicht primär der Konkurrent des Neuhebräischen. Keine durch die Hetzrhetorik Hitlers für immer ideologisch verseuchte Sprache, sondern sie blieb die Sprache eines Lessing, Goethe, eines Heine und Einstein, aber vor allem auch die Sprache seines verehrten Theodor Herzl, der ja die programmatischen Fundamente des jüdischen Staates in der deutschen Sprache formuliert hatte. Und welche Rolle spielte dann bei Gronemann das Ivrit? Als religiöser Jude kannte er das Hebräische als Sprache des Gebetes, aber das religiöse Hebräische und auch das Mischnische, das Biblische unterscheidet sich ja grundlegend von dem Neuhebräischen, soweit, dass der Linguist Gilad Zuckermann behauptet, das Ivrit, das Neuhebräische, hat mit dem Hebräischen eigentlich nichts gemeinsam und müsste eigentlich das Israelische oder Israelitische genannt werden. Wie dem auch sei, Gronemann war nicht so versiert im Neuhebräischen oder im Israelischen, wie immer man es nennen möchte. Also dachte er sich, wenn ich mit Einstein renommieren gehen möchte im Jeschuv, dann muss mir das jemand übersetzen, der das besser kann als ich. Und so hat er sich an seinen Freund, den Schriftsteller und Dichter, sowie Übersetzer Avigdor Hamiri gewendet, der übrigens Gronemanns ersten internationalen Theatererfolg, die Komödie Jakob und Christian, bereits ins Hebräische übersetzt hatte. Hamiri jedenfalls übersetzte Einsteins Gedicht für Gronemann, aber die Übersetzung wurde erst lange nach Gronemanns Tod veröffentlicht. Jedoch, das Interessante an diesem Briefwechsel, an diesem Austausch von Gedichten, ist das Dankgedicht, das Gronemann nun an Hamiri geschrieben hat. Denn in welcher Sprache soll man jemanden danken, der in Deutsch und in Hebräisch übersetzt? Wie dankt man einem Übersetzer? Sie werden selbst hören. Gronemann schreibt also folgendes Gedicht für Avigdor Hamiri. Ich empfing beglückt von dir, Herr Targum Shel Einstein Schir. Lang schon suchte ich herum, Mia Aseli Hatirgum. Fast war ich verzweifelt schon, Kinichschal Konisayon. Beinahe machte ich Harakiri, Pitom Pagashti Hamiri. Heureka, am Kaffeetisch Nitbererli, seh ich. Und ich fasste neuen Mut, Karati Quarbehit Lahavut. Was so schnell du hast geschaffen da, Hamilim Asher Katavta. Mein Dank entgegennehm, Hacharsi Meodiafim. Einem jeden es kommt vor,
Targumen se, se makor. Drum dich als Poet verehret, gam kol ich, begam kol gewehret. Was für ein wunderbarer deutsch-hebräischer Dialog, gesprochen von dir. Und du hast Gronemann ja eigentlich wieder in unsere Zeit herübergeholt. Nicht als Übersetzer, sondern als Herausgeber einer kritischen Gesamtausgabe, mehreren Bänden, auch mit Hanni Mittelmann und Joachim Schlör. Du hast ihn wieder in unsere Zeit herübergeholt. Und wenn wir jetzt nochmal in den Jeschuf zurückgehen, welche Rolle spielten damals die Übersetzer für Gronemann? Gronemann fühlte sich ihm gänzlich ausgeliefert. Da, wie er mal Dovstok gegenüber gesagt hat, von ihrer Gnade abhängig, von ihrem Wohlwollen. Und immer noch ging er damit ziemlich parodistisch um und pflegte wie gewohnt seine ironische Attitüde. Aber Silja, der Hintergrund ist trotz dem Humor, den Gronemann immer wieder benutzt, um diese schwierigen Problematiken auf den Tisch zu bringen, der Hintergrund ist ernst. Aufgrund der ideologischen Indoktrinierung galt hebräischen Übersetzern jener Zeit das Übersetzen ins Hebräische noch als Erlösung jüdischer Texte aus den diasporischen jüdischen Sprachen und darunter auch Sprecher des Jiddischen, des Ladino oder auch des Arabischen. Das hatte unter anderem zur Folge, dass das Original paradoxerweise nicht mehr als Original, sondern als minderwertige Version der hebräischen Übersetzung galt. So konnte es geschehen, dass Gronemanns Name in Israel als deutschsprachiger Autor unter dem seines hebräischen Übersetzens in Vergessenheit geriet. Nathan Altermann, unweit bekannter als Gronemann natürlich, der Weise und der Narr ins Hebräische übersetzt hatte, ist bis heute als Autor dieses Stückes bekannt, sodass noch im Jahre 2006 ein Leserbrief die Redaktion von der Ares darin erinnern musste, dass der eigentliche Autor des Stückes ja nicht Altermann, sondern eben Sami Gronemann sei. Und dabei ist Gronemanns größter Erfolg auf der hebräischen Bühne nicht nur die erste erfolgreiche Komödie des israelischen Theaters und wurde später Grundlage für das erfolgreichste israelische Musical so far, sondern auch eine der äußerst seltenen gelungenen Komödien der deutschen Literatur, nach der seit Lessings Zeiten deutsche Dramatiker intensiv gesucht hatten. Aus diesem Stück hören wir gleich einen kurzen Auszug. Aber ganz kurz vorher, worum geht's? Es ist eine Verwechslungskomödie, und zwar eine biblische und daher im Jahre 42 nicht ganz unkontrovers. In der Szene, die wir gleich hören, hat diese Komödie einen, man könnte sagen, romantischen Höhepunkt erreicht. Aber worum geht's? Der legendäre König Salomon lässt seinen Doppelgänger zu sich in den Palast kommen. Über diesen Doppelgänger hatte man sich auf dem Markt lustig gemacht und somit indirekt natürlich auch über den König. Und der mochte das gar nicht. Dieser Schuhmacher also, Schemadai, der Doppelgänger, ist ein Taugenichts und Trunkenbold. Seine Frau Naama, die ahnt Schlimmes, als er in den Palast gerufen wird und begleitet ihn dorthin. Salomon, der Frauenheld und schwere Nöte, verliebt sich sofort in Schemadais Frau und gibt entsprechend Anweisungen, ihren Mann zu entfernen. Doch zuvor vertauscht er noch mit seinem Doppelgänger Schemadai die Kleider, um sich in dessen Gewand die Gunst seiner Frau zu erschleichen. Als vermeintlicher Schuhmacher wird Salomon aber aus dem Palast geworfen und so bleibt Schemadai im Palast mit seiner eigenen Frau zurück, der er in der folgenden Szene als vermeintlicher König den Hof macht. In der Hoffnung, dass sie ihn trotz seiner Verkleidung als König, dass sie ihren Mann in ihm wiedererkennt. Gott, was tue ich? Wart, ich folge dir. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Nur fort von hier. Halt! Fliehe nicht! Oh, lass mich! Bitte gehen! Den König fliehst du, Dummchen? Kannst nicht sehen, wie es um mich steht? Du musst mich recht beschauen. Merkst du denn nichts? Muss ich dir's erst vertrauen? Nein, sag mir nichts! Oh Gott,
Oh, mein Gewissen! Ah, vielleicht bemerkst du es an meinen Küssen. Nochmal, wie hab doch dich entbehrt ich. Du? Mich? Herr König? Lass mich, ich enteile. Bin ich, der König, dir so widerwärtig? Das ist's ja gerade. Nein, im Gegenteile. Ich bin doch meinem Manne stets treu geblieben. Und jetzt? Was ist das? Nur herausgesagt, Du hast in meinen Augen ja gelesen. Ich weiß heute selbst nicht, was mit mir geschieht. Ach, du liebst mich und willst deinen Mann verlassen? Fürchte mich ja vor mir selber heute. Gewiss, dieser Trunkenbold, der kann nicht zu dir passen. Er ist ein guter Mann. Von Zeit zu Zeit, da trinkt und ludert er. Es ist beschwerlich. Und doch habe ich ihn gern. Ja, das sieht man ja. Ja, ihr seid mir doch gefährlich. Wie ich vorhin euch auf eurem Thron sah, wie ihr da spracht. Es war so eigentümlich, als ob ich euch von jeher schon gekannt. Ich hab euch gern. Gewiss, es ist nicht ziemlich, dass ich euch mein Geheimnis so gestand. Ich liebe euch. Will doch meinem Manne treu sein. Nun, dieser Zwiespalt dürfte ziemlich neu sein. Hier, noch ein Kuss. Nun lass bitte gehen. Sonst ist's, ich fühle es, um mich geschehen. Ja, wenn ich blieb. Ich weiß nicht, was geschieht. In solchem Falle ist es besser, wenn man flieht. Sie liebt mich. Liebt den König. Und das bin ich. Aha. Betrügt mich mit mir selbst. Es ist widersinnig. Ich raub mir selbst mein Weib. Ja, so ist's richtig. Ich werde ja auf mich selber eifersüchtig. Die Komödie hat Premiere 1942 auf den hebräischsprachigen Bühnen in den jüdischen Provinzen in Palästina. Und 1942, das Jahr beginnt mit der Wannsee-Konferenz im Januar und markiert den Beginn oder die Organisation, den Auftakt der Organisation und Fortführung einer industriellen Vernichtung der Juden in Europa. Und es drangen wohl Gerüchte davon, Hinweise, Nachrichten auch bis nach Palästina. Wie hat Gronemann darauf reagiert? Jetzt sprichst du ein sehr schwieriges Thema an und das ist eine der traurigen Ironien in Gronemanns Biografie, aber eben auch in der europäischen Geschichte, dass auf einem der Höhepunkte des Holocaust zugleich eine der erfolgreichsten Komödien der deutschsprachigen Literatur geschrieben wurde, und zwar in Tel Aviv von einem deutschen Juden, der vor den Nazis geflohen war. Aber in Tel Aviv war Gronemann relativ abgeschnitten, um die Nachrichten von dem Völkermord, von dem Holocaust, drangen nur sehr spärlich nach Tel Aviv und wurden dort erstmal ungläubig aufgenommen. Ich glaube, am besten sieht man das in einem der wenigen Texte, in dem Gronemann einen Hinweis auf den Holocaust zu jener Zeit liefert, und zwar ein Text, der die Gesellschaft seiner Zeit kritisiert, und zwar die Gerüchtemacherei. Das ist auch der Titel jenes Textes. Und da finden wir einen Hinweis darauf, wie Gronemann, einen versteckten Hinweis, wie Gronemann auf die Nachrichten aus Europa sehr ungläubig reagierte. Es wird nirgends und niemals so viel gelogen als nach einer Jagd und während eines Krieges.
Aber doch nimmt die Sensationsmacherei bei uns geradezu gefährliche Formen an. Die Neigung, auf jeden Fall Eindruck zu machen, mit Neuigkeiten zu verblüffen, Sensationen hervorzurufen, mit anderen Worten einen augenblicklich, wenn auch vorübergehenden, persönlichen Erfolg zu erzielen, ist übermächtig. Man kommt sich so wichtig vor, wenn man mit Neuigkeiten beladen in eine Gesellschaft tritt. Und argwöhnisch sieht man die anderen an, von denen jeder sich schon darauf vorbereitet, mit einer noch größeren Sensation die Konkurrenz zu schlagen. Das spornt an. Und man sucht nach Details und Argumenten, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Fast immer sind es schlimme Nachrichten, mit denen man blöffen will. Gegenüber zum Optimismus reizenden Geschichten ist man zurückhaltender. Und zwar gerade in unserem jüdischen Kreis. Es herrscht die alte Angst, das Schicksal nicht zu berufen. Der Text geht noch weiter und jetzt kommt die Stelle, auf die ich vorhin Bezug genommen habe. Man muss sich vorstellen und kann leicht nachrechnen, dass, wenn man jemandem eine Geschichte erzählt und dieser sie innerhalb von 5 Minuten 2 anderen Leuten erzählt, von diesen jeder sich auch wieder innerhalb von 5 Minuten an je 2 andere weitergibt, die die Sache noch nicht kennen. Und wenn dies in entsprechender Proportion fortgesetzt wird, dann innerhalb von 1,5 Stunden 500.000 Menschen die Sache erfahren. Und wenn, wie anzunehmen, jeder Einzelne die Sache noch vergrößert und eigene Zusätze macht und das Faktum ungeheuerlich anschwillt, wäre, wenn ich etwa von der Ermordung eines Menschen erzählt hätte und jeder die Zahl der Opfer verdoppelt, die gesamte Menschheit innerhalb weniger Stunden ausgerottet. Fake News, würde man das so sagen? Ja, sah das sozusagen als Falschmeldung an, die einfach übertrieben wurde. Die Dimension, was damals in Europa geschah, konnte man sich einfach nicht vorstellen. Und Kronemann machte eben solche Falschmeldungen für die bedrückte Stimmung im Jeschu verantwortlich, die er in seinem Text kritisiert. Und so entsteht jene Atmosphäre ständiger Spannung und Überreiztheit, die wir nur zu gut kennen. Man läuft herum und späht aus nach Neuigkeiten, vor allem um selbst wieder als Künder neuer Dinge sich in Szene setzen zu können. Hinzu kommt, dass in unserem Volke jeder die Berufung zur Prophetie in sich spürt und nach Cassandra-Art möglichst schauerliche Zukunftsbilder zu machen versucht, innerlich überzeugt, dass sich diese Weissagungen nie erfüllen werden und von jenem Aberglauben durchdrungen, dass gerade durch diese Schwarzmalerei das Gegenteil gefördert wird. Diese Amateurpropheten, diese Geschichtenträger, diese Sensationsmacher und Panikerreger werden allmählich zu einer unerträglichen Plage. Jeder von uns muss diese Pest bekämpfen. Ich habe erst nach homöopathischen Methoden gesucht und auf jede blöde Nachricht eine noch blödere aufgetrumpft. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Ironie nicht verstanden und selbst das Unsinnigste geglaubt wird. Es gibt nichts, als jedem solchen Schwätzer derb über den Mund zu fahren und zu erklären, dass man nichts hören wolle als nur amtliche Nachrichten. Und um diese zu hören, braucht man keinen Vermittler. Es wäre überhaupt zweckmäßig, die Heimstrategie und Boulevardbankpolitik gänzlich zu unterbinden. Haben wir doch ein so gutes Beispiel vor uns an den Engländern, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und sich ihren Rhythmus von Breakfast, Lunch und Dinner so wenig stören lassen, wie wir es mit dem unseren von Schacharit, Mincha und Maariv tun sollten. Aber bis das erreicht ist, werden noch viele Wasser den Jordan herunterfließen. Das ist ein anderer Ton. Kronemann klingt sehr ernst. Wo bleibt der Humor, Jan? Am Ende wird er nach seinem
Großväterlichen Tadel gleich wieder ironisch, wenn er frech vorschlägt, man solle sich die Gemütsruhe der Briten zum Vorbild nehmen, gegen die er zu jener Zeit jüdische Terrororganisationen noch Anschläge verübten. Außerdem schrieb er genau zum selben Thema Kabarettlieder und weiterhin Komödien für das Theater, um für Entspannung und Aufheiterung zu sorgen, um den Optimismus, für den er stand und den er im Jeschuf auch verkörperte, zu wirken. So beispielsweise hier in dem folgenden Lied, das aktuelle Gestanzel. Das ist ein Couplet, wie man es damals nannte, ein Kabarettlied für die Wiener Kabarettistin Stella Katmon, der er persönlich geholfen hatte, in Tel Aviv eine Auftrittslizenz zu bekommen, obwohl sie kein Hebräisch konnte. Es gibt viele Pessimisten und gerade in unserem Land, die so, als ob sie es wüssten, stets unken allerhand. Ich bin der Optimistin. Ich kann das nur verstehen, weil sie bei schönster Sonne mit dunklen Brillen gehen. Da redet immer mehr man hier von der Wohnungsnot und neue Häuser bauen scheint dringendstes Gebot. Ich bin eine Optimistin, ich habe nun mal Vertrauen. Man wird jetzt bald mit Ziegeln statt Reden uns erbauen. Ach, Dauerredner gibt's hier viel zu unserer Qual. Man sitzt und seufzt ergebend, wann endet das einmal? Ich bin eine Optimistin, ich bin drum nicht erschreckt. Ich schlummere sanft, bis endlich der Beifall mich erweckt. Man sagt, dass viele Leute auf Koffern sitzen schon. Und wie es nur möglich, laufen die Leute und davon. Ich bin eine Optimistin und sage ohne Zorn, an solchen Leuten haben wir wirklich nichts verloren. Doch gibt es ein Problem noch, das ich mir nicht verhehl. Wann werden wir uns vertragen, uns auch mit Yishmael? Ich bin eine Optimistin und sage voller Mut, dafür, dass man verwandt ist, verträgt man sich ganz gut. Ich bin ein Optimist. Bei der israelischen Staatsgründung, da entwirft Gronemann einen Plan. Wie hat er sich die Zukunft im Nahen Osten vorgestellt, Jan? Er wollte sich mit Yishmael vertragen, wie wir gerade im Lied gehört haben. Beziehungsweise er ging davon aus, dass die Verwandtschaftsbeziehungen doch recht optimistisch zu betrachten sind. Yishmael steht hier natürlich für die Araber. Aber konkret, nicht nur als Dichter, sondern auch als Politiker, als langjähriger Kongressrichter des Zionistischen Kongresses und als Rechtsanwalt, der unter anderem für Theodor Herzl und Achat Ha'am gearbeitet hat, als Politiker und Jurist unterbreitet der 73-jährige Gronemann im Juni 1948, also kurz nach dem Gründungskrieg und der Nakba, einen Entwurf zur Regelung der politischen Situation, indem er sich für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzte. Aber dieser Entwurf, von dem wir einen Briefwechsel haben mit der Übergangsregierung, dieser Entwurf ging scheinbar in der Papierbürokratie und in den Wirren jener Zeit verloren. Und man sieht ja heute, dass aus diesem Zwei-Staaten-Lösungsvorschlag nichts geworden ist. Ja, vielleicht liegt Gronemanns Plan noch unter den Papierstapeln in irgendeinem Ministerium. Und der Nahe Osten wurde dann anders gestaltet, wie wir wissen. Wie hat Gronemann nach 1948 reagiert? Hat er sich nach der Realisierung seines zionistischen Traums von der Staatsgründung dann zurückgezogen politisch? Ich glaube, seine literarischen Arbeiten sind immer auch politisch zu lesen. Und 1948 erstmal begrüßte er mit einem sehr pathosgeladenen Shema Elohim Israel Amcha Israel Echad. Er hat also das jüdische Glaubensbekenntnis auf den Kopf gestellt und davon gesprochen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist mit der Gründung des Staates Israel, an dem das jüdische Volk endlich eins geworden ist.
Aber innerhalb dieser Einheit kritisierte er immer wieder, er war nicht jemand, der die schmutzige Wäsche außen gewaschen hat, innerhalb dieser Einheit kritisierte er immer wieder die Benachteiligung, wie er es empfand, der deutsch-jüdischen Einwanderer, der sogenannten Jekes, für die er so eine Art literarischer Sprecher war. Und was ihn dabei vor allem verwunderte, war, dass in diesem Kulturkampf zwischen dem osteuropäischen jüdischen Zionismus, der natürlich das Hebräische vertrat, und dem deutsch-jüdischen Zionismus, dass da die Jekes ziemlich abfällig behandelt wurden, die ja, wie ein Witz zu jener Zeit sagte, aus Deutschland kamen und nicht aus Überzeugung. Aber laut Kronemann hatten sie doch entscheidend an der Gründung des zionistischen Staates mitgewirkt. Und diesem negativen Image der Jekes hat Kronemann immer seine Parole trotz allem, wenn schon, entgegengehalten. Und 1946 soll seine Autobiografie erscheinen. Kronemann schlägt den Titel vor, Erinnerung eines Jecken. Dagegen wird Einspruch erhoben. Die Autobiografie soll dann erscheinen unter dem Titel Erinnerung eines Optimisten. Unter diesem Titel erscheint sie nicht, sondern sie erscheint als die Erinnerung eines Jecken. Und Jan, wie kam es dazu? Das ist eine gute Frage. Das ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht ganz so klar, wie es dazu gekommen ist, denn eigentlich wollte Kronemann, dass seine Autobiografie unter dem Titel Erinnerung eines Optimisten erscheint. Aber als er den Titel ändern wollte, hat er keine Antwort mehr von seinem Übersetzer bekommen. Und so erschien die Autobiografie unter dem ursprünglichen Titel Erinnerung eines Jecken. Dagegen hatten ihn Freunde und Kollegen gewarnt, weil eben die Jecken, die Jeckes zu jener Zeit, der Begriff, das war noch eine Beleidigung. Erst in den 60er Jahren hat ein israelischer Richter übrigens entschieden in einem Streitfall, dass Jeckes nicht mehr als Schimpfwort gilt. Und dazu hat Kronemanns Autobiografie, Erinnerung an das Jecken, viel beigetragen, denn entgegen seinem Willen, mit dem Titel Erinnerung eines Jecken, hat das Buch aufgrund seiner Popularität dazu beigetragen, dass der Begriff des Jecken eine positive Konnotation bekommen hat. Ich glaube, wenn man heute einen Israeli fragt, der Kronemann kennt, dann kennt er ihn meist aufgrund dieser Autobiografie von Kronemann. Unter dem ursprünglich von Kronemann gewollten Titel erschien die Biografie dann in einer deutschsprachigen jüdischen Zeitschrift in Palästina, in den Yediot Achronot, 2 Jahre später. Das heißt, der Schaden war einigermaßen gut gemacht, den sein Übersetzer angerichtet hatte. Aber Kronemann erstaunlicherweise hatte sich dann auch mit dem Titel seiner Autobiografie schon wieder arrangiert. Und auf charakteristisch selbstironische Art und Weise von einem Nachteil zu einem Vorteil gemacht. Und das wird uns der folgende Text zeigen, dem Kronemann den bezeichnenden Titel Selbstanzeige gegeben hat. Es ist aber gleichzeitig eine Werbung für seine Autobiografie. Der Titel an sich ist schon eine Selbstanzeige. Ich denunziere mich als zu jener verpönten Kategorie gehörig. Denn wie oft hört man, tja, wenn alle so wären wie Sie oder Sie sind ja gar kein richtiger Jecke. Wir kennen diese Weise und wir kennen diesen Text. Aber ich bin's nun einmal, habe gerade besonders stark in mir jene Instinkte, Neigungen und Absichten, die man als charakteristisch jeckisch ansieht. Zum Beispiel, ich verabscheue Unpünktlichkeit, halte sie für ein nur quantitativ vom Totschlag verschiedenes Laster. Wer mich erschlägt, raubt mir alle Zeit, die ich noch leben könnte. Wer mich warten lässt, einen Teil dieser Lebenszeit. Oder wenn meine Freunde, denen ich ein Buch leihe, dies nicht zurückgeben,
Übrigens, wo ist der erste Band vom Zauberberg? Erscheint mir das absolut als eine Unterschlagung und dergleichen mehr. Das nennt man jäckisch. Das Wort habe ich zuerst im Osten gehört, damals nie gehässig, sondern neckend gebraucht. Es stammt vom Rheinland oder aus Schwaben, ist mittelhochdeutsch, du bist wohl jäck, entspricht dem berlinerischen Manoli linksrum. Nun wollte ich in meinem Buch nicht sowohl den gleichgültigen Lebenslauf meiner nicht für andere wichtigen Person geben, sondern eben zeigen, wie so vielen Juden im Westen sich Lebensanschauung gestaltet hat. Und vor allem wollte ich zeigen, wie auch in dem Paradies des Gleichberechtigungswahns man zur Frucht der Erkenntnis kam, wie Juden, die sich assimilieren konnten, es nicht wollten. Erst als ein Hitler erstand, wurde die Situation im Westen ähnlich der, der im Osten so lange bestanden hatte. Dies die Rechtfertigung des Titels, der mir so oft verübelt wird. Der Jecke Gronemann erstattet Selbstanzeige. Gronemann, er war Humorist, er war Zionist und wie du schon erwähnt hast, Jan, Jurist. Er war Kongressrichter und galt als das Gewissen der zionistischen Bewegung. Er gilt auch als Begründer einer zionistischen Justiz. Auf diese Rolle können wir heute Abend nicht eingehen. Aber nach dieser polemischen Selbstanzeige, da schreibt Gronemann noch einen Text, den wir gleich hören, nämlich zu meiner Entlastung. Mit diesem Text im nachdenklichen Ton schließen wir den Abend ab. Ja, der letzte Text von Gronemann, den wir heute lesen, zeigt nun wirklich keine Spur mehr von Ironie, geschweige denn von Satire. Hier legt er sich selbst Rechenschaft über die zionistische Vision und dessen Verwirklichung ab. Er konnte, wie gesagt, noch immer nicht begreifen, warum dieselbe Sprache, in der Theodor Herzl den jüdischen Staat begründet hatte, in eben jenem Staat verpönt, ja zeitweise sogar verfolgt war. Und das berührte ihn als einen der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller Israels doppelt. Nicht nur, weil er in Deutschland als Jude verfolgt und nun in Palästina und Israel als Deutscher ähnlich behandelt wurde, so Gronemann, wie in Deutschland, sondern auch, weil er als gerechtigkeitsliebender Zionist jene demokratische Staatsvision, für dessen Verwirklichung er an entscheidender Stelle eingetreten war, in der Art seiner Umsetzung vermisste. Und wie gesagt, davon legt nun der folgende Text Zeugnis ab, der ein Jahr nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Zu meiner Entlastung. Ich bin ein deutscher Schriftsteller oder besser gesagt ein deutschsprachiger Autor. Meine in Deutsch erschienenen Bücher, die seit 1920 in Deutschland herausgekommen sind, sind von der Kritik und Leserwelt nicht ungünstig aufgenommen. Da ist zum Beispiel mein Tohu Wabohu, der in relativ kurzer Zeit die immerhin stattliche Anzahl von 18 Auflagen erreicht hat. Und dann erst hat ein führender deutscher Verlag dieses Buch von dem ersten Verleger erworben und neu herausgebracht, sodass mit Fug und Recht angenommen werden konnte, dass dieses Werk, das sich ursprünglich seinem Inhalt nach nur an einen engeren Personenkreis wandte, jetzt gerade auch in weiteren Kreisen Eingang finden und eine große Verbreitung erleben wird. Und gerade in diesem hoffnungsvollen Moment trat jene Umwälzung ein, die sich an den Namen Adolf Hitler knüpft. Damit wurde jede Möglichkeit abgeschnitten. Dasselbe Schicksal harrte natürlich auch meiner anderen Bücher, die ebenfalls in kurzer Zeit Auflage nach Auflage erlebt haben. Ob meine Bücher ein besseres Schicksal verdient hätten, wage ich nicht zu entscheiden. Ich glaube, dass meinem Gesamtwerk doch insofern ein gewisser Wert innewohnt, als es geeignet ist, ein Bild jener heute fast idyllisch anmutenden, sozusagen prähistorischen Periode zu vermitteln, in der der Jude,
vor allem der deutsche Jude, fast ahnungslos alle Vorzeichen künftigen Unheils in den Wind schlagend, dem ungeheuerlichen Fatum entgegentrieb, während gleichzeitig unter der Oberfläche sich Keime einer neuen Lebensbasis entwickelten. Nun schrieb ich und schreibe ich einmal, wie gesagt, in deutscher Sprache. Die deutsche Sprache ist mein Lebenselement, eine Art geistige Heimat. Und diese meine Sprache lebt im Exil. Und gerade dort, wo ich selbst eine Heimat gefunden habe, die Heimat, die lang ersehnte, für deren Erreichung ich von Jugend auf gekämpft habe. Und hier erlebe ich, wie so viele meiner Schicksalsgenossen, dass dieses mein Lebenselement verachtet, verfolgt und verpönt ist. Die alte Erfahrung der Geschichte wiederholt sich, dass die Mentalität des Besiegten letzten Endes den Geist des Siegers durchdringt. Rom hat Jerusalem zerstört. Die von Zion ausgehende Lehre hat, sei es auch in veränderter Form, die Welt erobert. Rom wurde von den Goten überwunden und römisches Recht hat sich überall durchgesetzt. Und nach Hitlers Fall haben seine fanatisch-faschistischen Ideen überall Wurzeln geschlagen, selbst im Land der Juden, denen er die physische und geistige Vernichtung angedroht hat. Die Juden Israels nehmen seine Prinzipien an und übernehmen all jene engstirnigen Vorurteile, unter denen sie so lange gelitten haben, Intoleranz, Chauvinismus etc. Sie haben sogar das barbarische Schlagwort der kollektiven Schuld, das Jahrtausende auf sie angewendet wurde, sich zu eigen gemacht. So wird es denn einem alten Vorkämpfer der nationalzionistischen Idee oft schwer, nicht zu verzweifeln. Und es bedarf seines ganzen jüdischen Optimismus, um sich klarzumachen, dass es sich nur um eine Übergangsperiode handelt und dass nach Erreichung des lang erstrebten Ziels, nach der Errichtung eines selbstständigen Judenstaates, eine Zeit lang vergehen muss, bis das Volk die Eierschalen der Assimilation abgestreift hat. Denn um eine neue Art der Assimilation handelt es sich letzten Endes. Denn die üblen Praktiken der Völker, unter denen man so lange gelebt hat, werden nachgeahmt. Und die Ideale, denen die Juden in der Zeit der Knechtschaft treu geblieben sind und für die sie unter fremder Flagge stets an der Front gekämpft haben, werden sich bei ihnen durchsetzen. Die Freiheit des Gedankens und der Rede, die Freizügigkeit in jedem Sinne, werden, wenn irgendwo in der Welt, in Israel verwirklicht werden. Wenn nicht in dieser Generation, so in einer späteren, die sich von den Schlacken des Exils freigemacht haben wird. Die Freiheit des Gedankens und der Rede, bevor wir die jetzt dem Publikum übergeben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Bei denen, die so toll vorgetragen, rezitiert, gespielt haben, und das waren neben Jan Kühne, auch Jael Goldmann, Joel Landshut und Maimon Maor. Vielen herzlichen Dank.